kann mich hier durchnavigieren, auch wieder alles per Fingerbewegung. Kann, auch wieder der Clou, kann zwei Finger nehmen und praktisch wie eine Lupe vergrößern. Johannes ist Lehrer. Dabei besucht er selbst erst die 9. Klasse. Seine Schüler sind ihm an Lebenserfahrung um einiges voraus, denn Johannes unterrichtet Senioren. Lieder sind auf dem Gerät gespeichert, es sind jetzt aktuell 1658. Eule heißt das Programm, das es Jugendlichen ermöglicht, ihr Wissen mit Erwachsenen zu teilen. Unter dem Motto Erleben, Unterrichten, Lernen, Experimentieren bieten die Schüler des Cäcilium-Gymnasiums Senioren kostenlose Sprach- und wie hier Computerkurse an. Erst dachte ich, Kinder unterrichten, dann gehe ich doch nicht hin. Aber er hat mir erzählt, das Gymnasium, die ältere Schüler und so weiter, und das ist so wunderbar. Für uns jungen Leute ist das einfach auch sehr lehrreich, dass man mal Leuten zeigen kann, was man so weiß, und dass man das Wissen auch an andere möglichst erfolgreich weitergeben kann. Es geht auch einfach um Austausch von Lebenserfahrung. Die Älteren sind manchmal erstaunt, wie denkt die Jugend, was machen sie in der Freizeit? Die erfahren etwas über die Denkweise von Jugendlichen und genauso gut natürlich umgekehrt. Da ich jetzt auch erst das erste Jahr bei der Eule mitmache als Lehrer, war ich ein bisschen nervös, habe überlegt, wie trete ich da vor, was sage ich, wie bringe ich denen das bei, vor allem dadurch, dass ich natürlich als junger Mensch eigentlich viel schneller etwas lernen würde, wofür ich zum Beispiel eine Woche brauche, dass die Senioren vielleicht 3 Wochen zum Lernen brauchen, mal ein bisschen was vergessen, das man wiederholen muss, das musste ich erst lernen. Das Unterrichten und der Umgang mit den Senioren fördert die Sozial- und Methodenkompetenz der Jugendlichen. Für die Senioren stellt Eule eine willkommene Abwechslung im Alltag dar. Kommt man von zu Hause raus vielleicht ab und genau. Zu auf, weil ich bin schon auch Rentnerin. Ja, wir sind Rentner und dann kann man eben, dass man das Gedächtnis nicht einrostet, ist ja, das schon eine ganz gute Aufgabe. Ja, mit anderen Leuten sich ein bisschen unterhalten. Wie im normalen Schulleben gibt es auch bei Eule eine große Pause. Hier ist bei Kaffee und Keksen Zeit, sich über das Gelernte auszutauschen und Rückmeldungen zu geben. Eule repräsentiert den erfolgreichen Dialog zwischen den Generationen und hilft so, Vorurteile zwischen Jung und Alt abzubauen. Es wird ja manchmal heutzutage über die Jugend geredet und sie sind nicht sehr respektvoll oder ich weiß nicht, was sonst doch alles. Das stimmt einfach nicht. Es ist eine Möglichkeit, genau dieses ganz sogar positive Gesicht der, wenn man das überhaupt so sagen kann, Jugend von heute zu zeigen. Ich warte immer auf Freitag, also eigentlich schon, wirklich. Okay. Meine Tochter meint sogar, muss das ist jetzt nicht Pflicht, aber ich meine, ich gehe aber gerne, das ist fest verplant.